Es sind immer wieder krasse Bilder auf unseren Autobahnen, wenn LKWs ineinander krachen. Grund für die oft tödlichen Crashs ist meistens die Unaufmerksamkeit der Promifahrer, der viel zu geringe Sicherheitsabstand. Diese Verkehrssünde hat die Brandenburger Polizei nun verstärkt im Visier und das jetzt aus der Luft. Auf der A12 wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt, um zu überprüfen, ob die Fahrer die vorgeschriebenen Abstände einhalten. Wir fliegen natürlich in verschiedenen Höhen. Wir haben heute Höhen eingenommen von 1000 Fuß bis 1500 Fuß. Unterschiedlich, wir sind auch teilweise runter auf 600 Fuß. Ungefähr den 200 Meter Abstand, den wir eingenommen haben. Und bis hin zu 500 Meter Abstand. Wir haben verschiedene Kameras an Bord. Das große hier unten ist dann die Wärmebildkamera. Die arbeitet rein mit Infrarot. Dann haben wir eine Zoom-Kamera hier und eine normale Kamera, sag ich mal, mit der wir auch noch zoomen können. Wir können bis in verschiedene Digital-Zoom-Winkel rein und auch einen optischen Zoom. Hier oben ist noch ein spezielles Lasergerät, das haben wir heute nicht angewendet, das ist speziell für die Nacht erforderlich. Jetzt am Tage brauchen wir dieses Lasermessgerät nicht. Wenn die Hubschrauber-Crew aus der Luft einen Verstoß entdeckt, werden die Kollegen am Boden informiert, die dann die betreffenden Verkehrsteilnehmer verfolgen und herauswinken. Die Videobilder werden direkt zur Kontrollstelle übertragen, um den Verkehrssünder dort mit seiner gefährlichen Fahrweise konfrontieren zu können. Die Konsequenz? Er bekommt ein Bußgeld aufgebrummt. 150. Wir im Land Brandenburg haben in den letzten Jahren festgestellt, dass immer mehr zu geringer Abstand zwischen LKWs bzw. LKWs auf Bundesautobahnen ein Thema ist. Wir haben da eine steigende Tendenz festgestellt. Wir wollen natürlich wachrütteln zu dem Thema Abstand halten auf Autobahnen und nicht nur auf Autobahnen, weil Abstand kann Leben retten. Wir haben in der Folge, wenn wir solche Unfälle hier auf der Autobahn im Brandenburgischen aufnehmen, ja immer nicht nur die Schwere der Verletzungen, die da teilweise auftreten, sondern auch dann immer stundenlange Staus, kilometerlang. Und das wirkt sich auch nicht unerheblich auf das Umland dann von den Autobahnen aus. Also da hat schon erhebliche Verkehrsraumeinschränkungen dann zur Folge. Von dem persönlichen Leid des Einzelnen möchte ich da gar nicht erst reden. Die Polizei Brandenburg begleitete auf Twitter die polizeilichen Maßnahmen. Während der Kontrolle wurden 279 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Der stärkste Verstoß in puncto Sicherheitsabstand war an diesem Tag extrem krass, berichtet die Hubschrauber-Crew. Ja, das engste war 6 Meter heute. Das ist schon ziemlich dramatisch, wenn man sagt, eine Geschwindigkeit von 80 bis 90 km/h bei 6 Meter. Da ist die Reaktionszeit schon drin. Da ist man in der Reaktionszeit wäre man schon aufgefahren. Ja, die Folge Verkehrsunfälle bis hin zum Tod natürlich, weil Fahrerhaus relativ kleinen Quetschwinkel hat, dann direkt am nächsten LKW dran, da kann alles passieren. Die Kontrolle per Polizeihelikopter soll regelmäßig wiederholt werden. Auch wenn eine Flugstunde über 4000 Euro kostet, lohnt sich dieser Aufwand. Wenn man durch die Maßnahmen Leben retten könne, müsse man alles Mögliche versuchen, um die gefährlichen Situationen auf unseren Autobahnen zu minimieren, so die Brandenburger Polizeibeamten. Mit Stand 12 Uhr haben wir hier 83 Fahrzeuge kontrolliert. Davon haben wir 61 beanstanden müssen und allein davon 27 hatten Abstandsverstöße. 2502 Mal stießen LKWs im Jahr 2016 auf Brandenburgs Autobahnen zusammen. 19,5% mehr als noch im Jahr 2015. Zwei Drittel dieser Unfälle wurden durch den Fahrer des LKW selbst verursacht. Immer wieder ist zu dichtes Auffahren der LKW-Fahrer die Unfallursache Nummer 1.